Liebe Anna, liebe Jana, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass ihr hier seid. Kurzer Elevator-Pitch. Was tut ihr? Wir entwickeln Software. Software, die Firmen dabei unterstützt, die Mitarbeiter miteinander zu vernetzen. In Zeiten, wo man technologische Hilfestellung dafür nutzen kann, die Menschen schneller zu verbinden und zusammenzubringen. Wir geben in der Software ganz konkrete Anlässe den Mitarbeitern dafür, dass sie sich mit ihren Kollegen vernetzen und mit dem Wissen teilen. Dass die sich mehr trauen, Dinge anzusprechen, sich mit anderen austauschen und vernetzen. Gleichzeitig viel mehr Transparenz über das Wissen, was eigentlich in der Firma da ist, das ganze Potenzial, die Ideen. Heute sind wir mit dem Change Rider Team in Berlin. Ich fahre Anna und Jana, die beiden Gründerinnen von Tandemploy, ein ganz wunderbares Startup, vielfach ausgezeichnet von unterschiedlichen Institutionen. Sie kümmern sich um das Thema neue Arbeits- und Organisationsformen innerhalb von Firmen, haben dort eine Software entwickelt, die sie sehr erfolgreich in der Breite, in der Wirtschaft schon implementiert haben. Ich freue mich wahnsinnig auf die Fahrt. Liebe Anna, liebe Jana, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass ihr hier seid. Wir Danke. Freuen uns auch. Im wunderschönen Berlin. Ja, die Outstanding Valerie hat euch ja nominiert. Und das ist ja wirklich großartig, dass es jetzt auch geklappt hat mit der Fahrt. Und jetzt sagt mal Tandemploy, ihr macht ja ganz großartige Sachen. Kurzer Elevator-Pitch. Was tut ihr? Das macht ihr ja wahrscheinlich in der Woche zweimal. Deswegen sitzt das auch gut, ne? Ja, wir entwickeln Software. Software, die Firmen dabei unterstützt, die Mitarbeiter miteinander zu vernetzen, zu bestimmten Anlässen. Weil jede Firma will ja eigentlich eine vernetztere Organisation werden, Vorsicht Buzzword, aber weiß nicht so richtig, wo man starten soll. Also alle haben diese alten hierarchischen Strukturen und wissen nicht so richtig, wo sie starten sollen. Und wir geben in der Software ganz konkrete Anlässe den Mitarbeitern dafür, dass sie sich mit ihren Kollegen vernetzen, mit denen Wissen teilen. Zum Beispiel in einem Jobsharing, in einem Projekt, in einer Mentoring-Konstellation, bei einem Lunchdate. Und ja, schaffen dadurch ein Zusammenrücken der Mitarbeiter und gleichzeitig viel mehr Transparenz über das Wissen, was eigentlich in der Firma da ist, das ganze Potenzial, die Ideen. Okay. Und ich sag mal, wo seid ihr da im Einsatz? Ich habe jetzt, glaube ich, SAP mal als Namen irgendwo gehört und gelesen. Also seid ihr jetzt auch nicht nur bei den Kleinen unterwegs, sondern schnappt euch auch hier direkt die großen Player. Also wie stelle ich mir das vor? Also wie schafft man es auch in der Organisation, wo ja eben dann mehr als in einem Startup irgendwie 20, 30, 40 Leute arbeiten? Ja. Natürlich sowohl die, also erstmal die Software akzeptiert wird, dann hat man ja wieder so Themen wie Betriebsräte und so, die sagen, okay, was kommen da jetzt an Daten rein, was wird da jetzt ausgewertet und so. So, und dann ist ja immer die Frage, Software auf der einen Seite ist ja schön, aber auf der anderen Seite natürlich das Engagement, das Engagement der User zu haben, in dem Fall dann eben der Mitarbeiter, das ist wahrscheinlich auch noch die dritte Herausforderung. Also erzählt mal so ein bisschen von den Hürden, die ihr auch vielleicht hattet, auch in der Entstehung jetzt von Tandemploy, wo ihr vielleicht auch gelernt habt und wo ihr jetzt dann auch seid mit einer guten Lösung. Genau. Für uns war es ja ein ganz spannender Weg eigentlich, ne? Weil wir ja von einem B2C-Produkt, wir hatten ja damals gestartet mit der Plattform, weißt du noch, Philipp, mit der Jobsharing-Plattform. Ah, ja, war ja noch das, war ja quasi unser erster Schritt damals, als Jana und ich noch in der Personalberatung gearbeitet haben für die Digitalwirtschaft hier in Berlin. Okay. Und wir ja eines Tages diese Tandem-Bewerbung auf dem Tisch liegen hatten und die zwei Frauen sich gemeinsam auf eine Führungsposition beworben hatten und wir total begeistert waren von dem Thema, sodass Jana mit den beiden geskypt hat. Sie ist rausgekommen, ist mir zufällig in die Arme gelaufen. Wirklich so auf dem Flur, hat mir davon erzählt und dann haben wir gesagt, da ist sie, die eierlegende Wollmilchsau, die wir immer suchen. Und tagtäglich haben uns damals Menschen angesprochen, dass sie flexibler arbeiten wollen, aber wir natürlich immer nur klassische Vollzeitstellen besetzen konnten. Ne? Das heißt also Mann, Frau sagen, hey, das ist jetzt eine 40-Stunden-Stelle, ist ja dann real-time wahrscheinlich 50-Stunden-Plus-Stelle. Also 80, ne? So, genau, oder 80 so und da sagt man halt, hey, ich möchte nur irgendwie halbtags arbeiten oder zwei Tage die Woche oder zweieinhalb. Ja. Und dann sagt man halt, dann nimmt man diese Fulltime-Stelle, teilt man halt auf zwei Personen auf, okay? Und das war schon für uns so ein Moment. Wir haben dann damals ja unabhängig voneinander an dem Abend noch gegoogelt, sind schnell auf das Thema Jobsharing eben gestoßen und haben gemerkt, es gibt es seit den 80ern, ist seitdem im Teilzeitgesetz in Deutschland verankert, aber keiner hat es bis dahin wirklich strategisch genutzt. Und für uns auch eine ganz pragmatische Lösung zu sagen, über Flexibilisierung sprechen wir nicht mehr, sondern wir machen es einfach und gucken, dass wir auf allen Positionen und Bereichen es möglich machen können und haben dann zwei Tage später gekündigt, vier Wochen später bei mir im Homeoffice. Das ist aber fast Execution. Zwei Tage später gekündigt? Wow, okay. Ja, aber
es war ja auch keine Zeit mehr zu verlieren. Es war ja, wurde ja immer so viel okay. drüber geredet, dass wir cool. gesagt haben, wir müssen da mal starten. Und als wir dann so in der Theorie über den Sommer den Algorithmus entwickelt haben, im Fraunhofer-Institut, mit Unis, mit Jobsharing, haben wir dann die IT im Herbst dazu geholt und sind im Mai eben mit der Plattform, ja, mit dem B2C-Produkt mhm. gestartet und haben damals so diese Online-Plattform gehabt, wo die Menschen online gehen, Fragebogen ausfüllen, einen automatisierten Vorschlag bekommen für einen potenziellen Tandempartner. Also so ein bisschen wie beim Online-Dating, okay. nur okay. auf den Job bezogen. Also das okay. war ja so die Anfangsgeschichte. Okay. Okay. Ne? Und irgendwann, Jana, was haben wir geschafft? Das muss man vielleicht auch noch sagen zu dem Thema. Wir haben natürlich tausende von Leuten da drauf geholt, 98% Akademiker, 40% Männer. Wir sagen das nur auch immer, weil man ja immer dachte, das ist so ein Frauenvormittagsthema. Genau. Die Männerteilzeitquote in Deutschland ist ja verschwindend gering. Ne? Das genau. heißt, 40% ist wahnsinnig viel. Das ist also auch ein Thema, okay. was Männer dazu motiviert, okay. vielleicht über Flexibilisierung ihrer Jobs nachzudenken. Ja, cool, okay. Genau. Ja. Genau. Und dann habt ihr da aber richtig Team-Funding, wie war das da gefundet? Wie erstmal das gar war? Nicht, also bei Kündigung gar nicht und die ersten okay. Monate auch gar nicht. Und haben uns dann natürlich über Funding, haben uns drum gekümmert und hatten dann fürs erste Jahr damals das Exist-Gründerstipendium noch, was toll okay. war, weil das hat Gut. uns ein Jahr Zeit geschenkt. Also das war cool. für uns cool. Okay. Und so ging es dann los und wir hatten von Anfang an das Glück, dass wir mit vielen Unternehmen dazu schon ins Gespräch gekommen sind, ganz branchenunabhängig und auch von klein bis groß. Du hast ja gerade schon gefragt, so nach der Unternehmensgröße. Diese Herausforderungen haben ja alle Unternehmen durch die Bank weg. Klar. So. Und nach so, ich würde mal sagen, so nach 2 Jahren, Anna, oder passierte es so langsam, dass immer mehr auch ganz große Firmen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir finden es super cool, was ihr da macht. Wir haben es irgendwie in der Presse gehört oder sind vielleicht auch schon auf eurer Plattform vertreten. Aber eigentlich würden wir viel lieber erstmal auch intern was verändern für die Mitarbeiter, die wir schon haben, weil wir haben Verstand. Ja zigtausend Menschen, die schon bei uns arbeiten. Wir wollen denen eigentlich auch anderes Arbeiten ermöglichen, könnt ihr die nicht matchen. Mhm. So, das haben wir dann 3-4 Mal gehört und dann haben wir gesagt, basierend auf dem, was wir haben, schon technologisch, können wir das eigentlich ausbauen und können interne Software entwickeln, die Mitarbeiter miteinander verbindet. Okay. Aber nicht nur für Jobsharing, weil immer klarer wurde, dass das nur ein Mini-Baustein ist in einem riesigen Konstrukt. Sondern für Projektarbeit, Wissen, Lunch hast du eben genannt, ist ja auch so ein Pinpoint. Genau. Für all die Anlässe, die eigentlich zur Vernetzung ja einladen, für Jobrotationen, Hospitationen, für Working Circles, was auch immer, da gibt es ja also einfach eine riesen Palette. Und das haben wir gemacht und das ist das, wo wir uns heute eigentlich drauf fokussieren. Und das nutzen überwiegend große und ganz große Firmen, aber natürlich auch Mittelständler so ab 1000 Mitarbeiter, manchmal macht es auch schon ein bisschen eher Sinn, aber immer dann, wenn es eigentlich unübersichtlich wird und man wirklich auch schon lange eingefahrene Strukturen hat und trotzdem die ganzen Herausforderungen, die Digitalisierung so mit sich bringt. Also eigentlich muss man schneller werden und handlungsfähig und so und das ist aber eine riesen Aufgabe. Okay, dann lass... Weil du nur gemeint hast, was die Herausforderung ist, ne? Wenn man so als Startup da reingeht und so eine Software irgendwie verkaufen will, die dann auch noch personenbezogene Daten verarbeitet. Also wir wussten natürlich, bevor wir gestartet sind mit der Software, dass zum Beispiel DSGVO kommt. Ne? Das heißt, wir konnten das gut vorbereiten, haben das perfekt auch so gemacht, dass wir da keine Schwierigkeiten hatten. Im Moment ist so, warum kommen die Firmen und brauchen vor allem uns? Man muss sich vorstellen, alle haben irgendwelche SAP-Systeme oder bestimmte Systeme, die so diese klassischen Top-Down-Talent-Management-Prozesse perfekt digitalisieren. Die bilden die bisherigen Strukturen ab. Feedback, Kompensation, Feedback von 30 Leuten in 6er Notenkategorien. Das also funktioniert genau. alles. Genau. Das ist gut digitalisiert. Da gibt es was, aber jede Firma da draußen weiß, wir müssen aber auch was tun, um wirklich unsere bestehenden Prozesse ja auch zu verändern. Und wie können wir das tun in einer Organisation, die eben mehr als 1000 Mitarbeiter hat, sodass wir auch alle erreichen. Und da kommen genau wir ins Spiel. Das ist zum Beispiel auch mit unserer Partnerschaft mit SAP ganz spannend. SAP digitalisiert die bestehenden Systeme und wir sind ein Add-on, was quasi den Mitarbeiter einen Raum gibt, wo die Kollaboration organisieren können, wo die Wissen teilen können, etc. So, warum sind wir für Betriebsräte im Moment eigentlich sehr spannend? Weil Betriebsräte ja selber sich wünschen, dass die Mitarbeiter sich mehr trauen, Dinge anzusprechen, sich mit anderen austauschen und vernetzen, am Wissen teilhaben können. Ne? Also Mitbestimmung und Mitgestaltung sind ja deren Kernthemen. Das ist was die eigentlich sehr begrüßen. Also Jana und ich haben am Anfang, als wir in die Firmen reingeguckt haben, vor einigen Jahren, ja wirklich festgestellt, dass zwar alle über Digitalisierung sprechen, aber man muss sich vorstellen, zum Beispiel Mentoring-Programme ist oft immer so isoliert. Ne? Nur ein paar wenige kommen irgendwie in den Genuss, einen Mentor zu bekommen oder auch ein Mentor zu sein. Und dann muss noch HR, diese Excel-Liste, die meistens dann so kreiert wird, dass links der Mentor oder rechts der Menti steht, die abtelefonieren über Tage und fragen, ob die sich's vorstellen können. Eigentlich absurd in Zeiten, wo man technologische Hilfestellung dafür nutzen kann, die Menschen schneller zu verbinden und zusammenzubringen. Oder bei Projekten. Wir haben im Moment in den Firmen ja die Herausforderung, dass wir
vertikale Karrierestufen haben und Projektarbeit ist horizontal aufgestellt. Stimmt. Das heißt, die beiden, ja, die es gibt die, immer Konflikte. Genau, also die, das sperrt sich immer oft ganz viel, ja. Vor allem, weil die Projektleiter nicht immer die größten Fans haben, weil die Abteilungsleiter sich beschweren, dass die immer dieselben Leute abziehen, die sie kennen. Ja? Klar, die Guten, ja? die man meint, dass sie gut sind. Genau. Und auch darum geht es ein Stück weit zu sagen, okay, wie können wir das gleichberechtigter, schneller... Das ein bisschen genau demokratisieren tatsächlich, genau, und auch transparenter machen. Also dass auch die berücksichtigt werden oder ihre Hand heben können, die vielleicht bisher nicht so gesehen wurden. Verstanden, okay. Also was ich ja super finde, ist ja, dass ihr ja New Work, das ist ja so ein bisschen so mal der Oberbegriff, der ja auch, finde ich ja immer, jeden Tag vergewaltigt wird im Sinne von Stempeluhr abschaffen, vielleicht ein bisschen Homeoffice und dann machen wir jetzt mal irgendwie Krawatten weg und sag ich mal Großraumbüros. Denn das ist ja das, was ja sehr stark in der Industrie läuft, aber ich glaube ja, das ganze New Work ist natürlich ein Kulturthema und hat viel mit Kollaboration zu tun und mit ganz neuen Arbeitsformen und mit Wissensmanagement und das ist ja, und das bildet ihr also komplett sozusagen ab in der Lösung. Wie stelle ich mir das vor? Wie nutzen Mitarbeiter das? Gibt es jetzt da eine App oder ist das jetzt ein, ich sag mal, so ein SAP-artiges System, wo man sich dann jetzt erstmal einloggen muss und erstmal eine Schulung kriegt von 5 Tagen oder so? Genau, also wie stelle ich mir das vor? Ja, also ich hoffe, es braucht keiner eine Schulung. Es hat zumindest noch nie einer angefragt. Aber jede Firma hat ihre eigene Umgebung. Die fühlt sich auch nach der Firma an, also im Wording und so weiter, in der Farbgestaltung. Das heißt, dann customized ihr dann, okay? Also ja, genau. Es wird zumindest so angepasst mit in bestimmten Kategorien, dass es gut passt, auch im Wording zur Kultur und so weiter mit der Bildsprache. Und dort können sich nur die eigenen Mitarbeiter anmelden und die machen das freiwillig. Auch das mag der Betriebsrat. Und die werden nicht sofort gefragt, hier füll mal ein Profil aus, weil keiner hat Lust, einfach irgendwie auf einer Plattform noch ein Profil auszufüllen, sondern die werden erstmal gefragt, wie möchtest du arbeiten, was interessiert dich, möchtest du Stunden reduzieren, möchtest du mal was Neues kennenlernen und in einem Projekt arbeiten, möchtest du ein Mentor sein? Also die kriegen erstmal Fragen gestellt, die sie im Arbeitskontext vielleicht sonst gar nicht so jeden Tag gestellt bekommen und wo es auch Spaß macht, die wirklich sehr konkret zu beantworten, wirklich einzugeben, was kann ich denn eigentlich gut, was könnte ich mit anderen teilen. Und erst ganz am Ende werden noch so ein paar obligatorische Profilfragen abgefragt sozusagen. Und basierend auf dem, was man da geantwortet hat, kriegt man dann automatisch Kollegen vorgeschlagen, mit denen man sich mal unterhalten sollte, weil sie offensichtlich gerade ähnliche Bedürfnisse haben, man sich gut austauschen kann, man vielleicht zu einem Projekt perfekt zusammenpasst. Wie kriegt er das Engagement der Leute hin? Der Schlüssel ist, dass wir nützlich sind, also dass wir tatsächlich ein Bedürfnis der Leute treffen, nämlich das Bedürfnis, weniger zu arbeiten, mal spannende neue Projekte zu machen, mal zu rotieren und die Perspektive zu wechseln, irgendwas zu lernen. Also bei uns kommen die Leute mit einer bestimmten Agenda und kriegen wirklich etwas, was ihnen selber in ihrem Arbeitsalltag nützlich ist. Das heißt, die füllen nicht einfach irgendwas aus, sondern die haben was davon, dass sie ihnen individuell nutzen. Ich glaube, das ist ein Riesenschlüssel und darüber hinaus begleiten wir das Ganze auch kommunikativ sehr stark. Also, dass natürlich wir nicht nur eine Software reingeben und sagen, hey, das ist ein cooles Tool, nutzt das mal, liebes Unternehmen, sondern wir helfen auch dabei, die Kommunikationskampagne vorzubereiten, sodass die Mitarbeiter auch schon die richtigen Messages kriegen, warum soll ich mich da anmelden, was bringt mir das? Machen wir ein bisschen Experience Sharing jetzt auch für die anderen Gründerinnen und Gründer da draußen. Was sind so die 2-3 Key Takeaways jetzt aus den letzten Jahren? Vielleicht auch, wo ihr mal rückblickend sagt, okay, das war jetzt, jetzt eine falsche Entscheidung, haben wir vielleicht falsch gemacht, hätten wir irgendwie besser machen sollen. Oder da waren wir, das war eine besonders gute Entscheidung, die ihr teilen könnt und die euch jetzt zu dem doch auch wirklich zu dem tollen Unternehmen gemacht haben, wo ihr jetzt seid. Also genau, was sind das für? Scheitern tun wir jeden Tag. Ja, würde ich auch sagen. Im kleinen Stil. Und das hängt auch eng zusammen mit den Sachen, die wir jetzt vielleicht besonders gut oder besser machen. Ich glaube, immer, wenn wir in der Vergangenheit nicht auf unser Bauchgefühl gehört haben und irgendwas so gemacht haben, wie es im Lehrbuch für Unternehmer oder Startup-Gründer steht, sind wir gescheitert. Oder haben hinterher gedacht, boah, warum haben wir das so gemacht? Unser Bauchgefühl hat uns eigentlich gesagt, dass das nicht funktioniert. Das war teilweise bei Einstellungen von Leuten, wo uns gesagt wurde, hey, müsst ihr jetzt mal blind unterschreiben, was du sagst. Blind unterschreiben, ist es genau, ist es genau so. Ja, also wir haben zum Beispiel ein, zweimal Leute eingestellt, wo einfach man vom Kopf her gedacht hat, nee, das brauchen wir jetzt. Die Expertise und den Hintergrund und so. Und obwohl wir schon vom Bauchgefühl her dachten, nee, irgendwie passt das nicht zu uns. Und es hat sich auch herausgestellt, dass es so war. So, solche Dinge. Oder
teilweise ist uns die zu niedrige Fluktuation auf die Füße gefallen. Wir haben nämlich fast gar keine, weil die meisten Leute wirklich gerne bei uns arbeiten, weil wir auch selber viel mit New Work experimentieren. Jeder darf sich bei uns seine Arbeitszeit flexibel komplett aussuchen, seine Wochenstundenzahl und so weiter. Das heißt, wir haben fast keine Fluktuation und manchmal ist das auch nicht so gut. Also manchmal muss man auch wirklich genau hinschauen und auch Leute gehen lassen, die vielleicht nicht mehr so gut passen, auch in nach Veränderungsphasen und so weiter. Ja. Wann immer uns jemand fragt, was ist der größte und wichtigste Tipp und Learning? Immer, egal um was es geht und wenn die Entscheidung noch so groß ist, aufs Bauchgefühl. Ja. Am Ende. Gerade bei den großen Sachen. Ja. Wie zum Beispiel, wie man sich als Investor reinholt. Ja. Das kann ja sonst auch jede Motivation killen, wenn man da jemanden hat, der vom Kopf her eine tolle Entscheidung ist, aber man freut sich eben nicht mehr aufs Investor-Meeting. Würde mir jegliche Motivation rauben. Das haben wir zum Beispiel immer gesagt. Wir haben gesagt, wir werden nur die Investoren reinholen, auf die wir uns freuen in der Gesellschafterversammlung. Cool. Ja, ist mega. Und das haben wir durchgezogen und wir haben auch Investoren also wirklich dann abgesagt teilweise. Also wir hätten viel mehr Geld einsammeln können und haben teilweise gesagt, tun wir nicht. Cool. Weil wenn wir nicht die richtigen Leute am Tisch haben, dann kommen wir nicht weiter. Und es war genauso, eigentlich steht so unsere erste Investorensuche, ne, die Geschichte so ein bisschen dafür aufs Bauchgefühl hören. Weil als wir bei Microsoft Accelerator waren, gibt es ja immer so ein klassisches Prinzip, wie man dann so VCs sucht. Ne? Man hat Pitch-Decks und Pitch PowerPoint-Pitch-Deck, ne? 15 Slides, die und die Abfolge. Genau. Und wir fanden es immer total albern, weil wir immer gesagt haben, klar können wir jetzt irgendwie so eine Hockey-Stick-Chart aufzeichnen. Das können wir auch kopieren aus irgendeinem anderen Businessplan. Ja. Ist völlig egal. Ja, Excel-Magic. Ja. Genau. Und dann sitzt man da an Pitch und irgendwann haben wir gesagt, wir weigern uns überhaupt Pitch-Decks abzugeben, weil wir haben echt andere Dinge zu tun, um diese Firma voranzutreiben und können nicht ständig irgendwie neue Pitch-Decks machen. Und gleichzeitig, wenn wir dann präsentiert haben und erzählt haben, wie wir hier die Arbeitswelt verändern wollen, also the big thing, ne? Also nicht nur hier über 5 Millionen Exit nachdenken, sondern was ist das Große, was wir erreichen wollen, haben wir viele Leute verloren. Und dann haben wir gesagt, Mensch, es gibt doch so viele Menschen da draußen, die Geld haben, wir müssen sie eigentlich nur finden und haben dann bei Wikipedia uns so die 500 reichsten Liste mal gezogen, ja? Und haben angefangen, so ein bisschen über die Leute zu recherchieren. Und das Gute ist, bei Manager-Magazin-Interviews hat man ganz oft unten immer noch so einen Hinweis, in welcher kleinen Ortschaft jetzt das Interview geführt wird, ne? Also so, wo kann die Villa von demjenigen stehen? Und das Ganze haben wir dann über Google Earth gecheckt. Nein, okay. Und sind dann über die Villages, ne? Also über die Ortschaften so geflogen und haben dann gesehen, ah ja, super. Die größte Villa im Ort. Da, mit dem Pool, das ist es doch bestimmt. Ja, da schreiben wir hin. Also wenn die nicht noch irgendwie... Wie, habt ihr den privat geschrieben? Wir haben den privat geschrieben und wir haben den auch Briefe geschickt und haben uns gedacht, was möchte man denn gerne selber sich vielleicht auch angucken. Das ist nämlich vielleicht nicht die 100. PowerPoint, sondern wir haben unseren Businessplan damals auf 12 bunte Postkarten gedruckt und haben die in eine handgebastelte Mappe mit einem handgeschriebenen Brief gesteckt und haben das verschickt, was ein unfassbarer Aufwand war, wo wir auch am Anfang oder irgendwann dann auch dachten, Wahnsinn, das war um die Weihnachtszeit rum, ne? Wenn sich das nicht lohnt, also wir werden uns einfach... Und jetzt bin ich gespannt. Und dann, wie viel habt ihr versendet? Ja. Also eine Conversion? Wir haben erstmal 25 versendet, das war der erste... Ich habe gar keinen bekommen. Ja, ich komisch. Leute, ein bisschen besseren Research machen, bitte. Nächstes, ich glaube, mein Kontostand hat einfach nicht ausgereicht. Das kann wahrscheinlich sein. Also wenn ich so hart formulieren darf. Ist gut, ist wahrscheinlich genau so. Genau. Okay, von den 25, wie war... Ja, und hatten dann, ich weiß noch, dass das damals bei Microsoft die Leute spitz kriegten und uns zu sich zitiert haben und gesagt haben, ey, wir haben da sowas gehört. Wir haben gehört, ihr sucht irgendwie Investoren mit so Briefkarten, so können wir das mal sehen. Dann haben wir das mitgebracht in unseren Jofix und haben gesagt, das könnt ihr nicht machen. Also so macht man es nicht, ihr müsst stoppen, ihr dürft es niemals so verschicken. Wir so, ja sorry, 25 sind schon raus, jetzt gucken wir mal, was passiert. Nee, es war enorm. Also wir haben super Rücklaufquote. Wir hatten eine 25-prozentige Response Rate. Ja. Was wirklich war unglaublich, also wirklich, die Leute haben uns handschriftliche Briefe zurückgeschrieben, die haben sich gemeldet, es war so nett, ja, also nicht natürlich irgendwie Zusagen und vor allem war das auch immer so nett, wir haben es natürlich nicht so formuliert, dass man gesagt hat, so, wir brauchen jetzt ihr Geld, ne? Klar. So, aber wir haben dann ziemlich schnell die Einladung gekriegt, auch zu der Alexandra Schörkuber und saßen dann da in München und 3 Monate später hatten wir die erste Million auf dem Konto und damals, weiß ich noch, bei Microsoft in dem Batch hat noch nie jemand so eine große Runde gemacht und wenn wir jetzt heute zu den Microsoft-Leuten fahren, dann fragen die mal, seid ihr das mit den Briefen? Das ist doch eigentlich schön, wenn das Accelerator-Programm beginnt und sagt, Leute, wenn ihr Geld einsammelt, Postkarten schreiben und drucken. Genau, okay. Genau, aber trotzdem, also voll undigital ist das Ganze abgelaufen. Ich meine, es war natürlich auch so ein bisschen Glück mit der Alexandra Schörkruber in München, weil die hatte 2 Wochen, bevor sie unser
unseren Brief bekommen hat, beim Friseur in der Brigitte von uns gelesen. Und ich glaube, die Frisur war vielleicht auch noch gut an dem Tag. Man weiß. Toll, mega. Ach krass, das ist so, ja mega. Aber trotzdem, einfach mal zu zeigen, wir haben einfach gemerkt, okay, so kommen wir nicht weiter. Die Visis passen jetzt gerade eh nicht. Wir machen mal was anderes. Und das hätte uns keiner empfohlen. Nee, niemand. Genau. Also. Und es hat auch zu uns zu dem Zeitpunkt einfach perfekt gepasst. Und das zeigt einfach auch immer wieder so schön, einfach machen, was mega zu einem passt. Ja, finde ich cool. Ja, super, mega. Ja, nee, weil was auch für uns immer so ein wichtiger Parameter war, dass wir gewusst haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, war, wenn die Leute gesagt haben, könnt ihr nicht machen, das ist völlig verrückt. Dann haben Jan und ich uns immer angeschaut bis heute und gesagt, super, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, dann cool. Passt's. Dann cool. Passt. Mega. Gibt's von euch eine vielleicht auch gemeinsame, so eine Fettnapf-Geschichte? Es gibt so viele, aber die sind auch so lustig für uns einfach. Wir können, glaube ich, ganz viele erzählen, weil wir nehmen uns gar nicht so wichtig und ich glaube, jedem passieren peinliche Dinge, würde ich sagen. Aber es gab die eine Situation, Jana, kannst du dich erinnern, wo wir so einen Call hatten, ganz am Anfang mit einem Investor aus London? Oh Gott. Das hätte ich jetzt von mir aus nie erzählt. Okay, aber siehst du, ich gut, ja, erzähl! Aber das geht alles anders kosten. Ich habe gerade behauptet, ich werde nicht rot, also alle Kameras sind auf mich gerichtet, ihr könnt das prüfen. Ja, das war besonders schön, ja? Aber dann erzähl du sie. Ja, also, oh, okay. Also Kamera. Man muss sagen, es ist schon sehr lange her. Es war ganz am Anfang von der Gründung von Tandemplay. Es ist fast 6 Jahre her. Wir hatten ein Gespräch mit einem englischen Investor. Wir waren sehr aufgeregt. Das war auch noch nicht in unserer Muttersprache. Und zum Schluss wollte Anna sagen, dass es schön wäre, diesen Investor in Berlin zu treffen. Sie wollte also sagen, I would love to meet you in Berlin. Aber sie sagte, I would love you. Nein, aber ich habe nicht so aufgehört, sondern es war in dem Moment, kennt ihr über Skype, wenn mal die Verbindung nicht so und dann ist es war auch noch ruckelig. Dann war nur so, es war ruckelig und ich so, I'd love you. Und er wurde schon so rot und ich habe schon ausgesprochen. Dann war die Verbindung weg, er wurde rot und alles war so. Und er hat sich nie mehr wieder gemeldet. Und ich dachte eigentlich, was ist eigentlich auch schade. Also, das war eigentlich auch schön. So. Genau, ja cool, okay, dann... haben wir das Thema Nominierung. Also wen, genau, also kennt ihr Menschen, die, also wie ihr auch den Wandel treiben, die da gute Visionen haben, die, sage ich mal, eine gute, auch gute Umsetzer sind? Wenn ja, wen? Ja. Also wir würden super gerne die Katharina Gera nominieren von Immutable Insights. Und zwar ist sie absolut klasse, wenn es darum geht, dass man über Visionen spricht, was unser Geldsystem betrifft, die Blockchain etc. Da ist sie einfach großartig und eine Unterhaltung mit ihr ist bestimmt phänomenal zu dem Thema. Gut, super. Genau. Dann last but not least, gerne in die Kameras, euer Appell, also zusammen oder alleine, wie auch immer, für den Wandel da draußen. Ihr könnt, egal was für ein Thema ihr ansprecht, Nachhaltigkeit, Friday for Future, New Work, Digitalisierung, Bildung, völlig egal. Hier ist eure Once eure in a Lifetime Opportunity. Ja. Wenn ich mir was wünschen dürfte oder einen Wunsch oder einen Appell richten könnte an die Politik, dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Politik vielleicht alle anderen Themen sogar außen vor und liegen lässt und sich um die einzig, glaube ich, wirklich fundamentale Frage kümmert, nämlich um die Klimafrage bzw. um die Klimakrise. Denn ich glaube, wenn wir da nicht wirklich fundamentale und auch ernst gemeinte Maßnahmen in die Wege leiten, dann brauchen wir uns über die Zukunft der Arbeitswelt bald keine Gedanken mehr machen. Also ich würde sagen, wenn die Politik es schafft, sich darum zu kümmern und nicht nur minimal invasive Änderungen und Regeln auf die Spur zu bringen, dann kümmern Anna und ich uns um die Arbeitswelt. Cool, wunderbar. Liebe Anna, liebe Jana, vielen Dank. Also das war eine tolle Fahrt für mich, ein super Gespräch. Macht weiter so. Ihr seid ja auch dabei, nicht nur mit eurem Unternehmen wirklich den Beton auf, sage ich mal, Unternehmensseite bei den CEOs, männlich, weiblich, da draußen zu durchbrechen, sondern seid ja auch politisch aktiv und da auch in den Gremien drin. Macht auch weiter so. Ich glaube, das brauchen wir auch. Menschen, die halt purpose-driven sind, das merkt man ja bei euch auch, die wirklich hier jetzt auch die das Land und die Gesellschaft und die Wirtschaft auch fürs Gute ändern. Vielen, vielen Dank dafür und alles Gute. Danke. 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 Merci. Danke fürs Einladen.